Ja, hallo zusammen. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ja, gestern Freitagabend, 23. Februar, war eine Mahnwache in verschiedenen Orten in der Schweiz. Unter anderem in Bleienbach. Das ist, ist das eine halbe Stunde von hier entfernt. Und da ging ich auch. Und es waren knapp 200 Traktoren, 199 glaub, waren dort. Und wurde ein Kurzreferat gehalten. Einfach, schlicht und gut gemacht, gut organisiert. Tipptopp, alles angemeldet, alles korrekt. Ja, war ein gelungener Anlass, finde ich gut. Danke den Organisatoren und schön, dass so viele gekommen sind. Ja, heißt doch auch, dass doch nicht alle ganz zufrieden sind mit der jetzigen Situation. Einkommensmäßig, agrarpolitikmäßig, planungssicherheitsmäßig. Ja, das sind so die Punkte, ja, wo uns am Herzen liegen. Ne? Darum jetzt ein paar Bilder von diesem Anlass und dann gibt es noch etwas von mir hinten dran. Ein bisschen Krüsi-Müsi-Video. Gut, danke. Tschüss zusammen. Oder lasst eingeschaltet. Dort wird parkiert auf der Landebahn. Warum sind wir hier? Das ist ein Mahnwachenanlass. Das ist nicht ein Protest, aber es ist darum, sind wir hier, für unsere Verbände zu unterstützen. So, dass man auch merkt, die Bauern hinten dran, die stehen hinter dem. Es sind nicht nur gegen die Funktionäre, die poltern, es ist etwas nicht gut. Man merkt, es vibriert draussen, wir sind unzufrieden.
Wir sind unzufrieden wegen der Agrarpolitik, die herrscht. Wir sind unzufrieden mit der wirtschaftlichen Situation, in der wir drinnen sind. Wir sind aber vor allem unzufrieden wegen der überbordenden Bürokratie, in der wir damit konfrontiert sind. Und nicht zuletzt aus Solidarität unseren Berufskollegen aus dem nahen Ausland. Wir fordern mehr Planungssicherheit, weniger Bürokratie, faire Preise und vor allem auch mehr Wertschätzung für unsere Arbeit und Produkte. Wir brauchen Planungssicherheit, wir brauchen langfristige Perspektiven, für dass wir unsere hohen Investitionskosten, die wir auf unseren Betrieben zwangsläufig tätigen müssen, auch amortisieren können. Wir brauchen keine Hüst-Hot-Politik, die alle Jahr oder alle vier Jahre wieder ändert. Wir brauchen Planungssicherheit. Punkt 1. Punkt 2. Wir brauchen weniger Bürokratie. All die Auflagen, Reglemente, Gesetze und Vorschriften machen unsere Produktion teurer, machen es aufwendiger, verdammen uns an Schreibtisch und in der Zeit, in der wir am Schreibtisch hocken. Ja, wir haben uns ja da getroffen zur Mahnwache. Knapp 200, 199 Traktoren sind hier. Und Personen sind wahrscheinlich noch ein paar mehr. Zum Teil kamen sie auch mit Autos. Und ich bin mit dem 211er da. Und mit der Drohne wird noch gefilmt. Aber ich weiß nicht, ob diese Bilder bekomme ich wahrscheinlich nicht, aber vielleicht von Zent und anderen in den Medien. Ja. Sehr cool, dass so viele gekommen sind. Gibt doch. Mit Drehlicht. Aber mein Fendt hat keines. So, Figu ist wieder mal am Streuen. Ne? Was habe ich da? Das sind ja so kleinere Hackballen. Das Presseteam hat die gemacht und die sind da praktisch. Habe ich da auf diesem, was sind das? Ich weiß gar nicht. 1, 2, 3, 4. Auf diesen 20 Liegeboxen habe ich drei Ballen verteilt und da hinten sind noch einmal ca. 20 und da habe ich auch noch einmal drei Ballen verteilt. Ja, jetzt muss ich Schnüre lösen und dann verteile ich das hier ein bisschen und dann kann man immer nach hinten schieben. Ja, weiß gar nicht, jeden Monat einmal mache ich das und das Interessante ist immer, die Kühe, die lieben das. Die ist jetzt hier abgelegen. Also wenn das der Tierschutz sehen würde in diesem Moment, wäre es wahrscheinlich nicht gut. Geht gar nicht, oder? Aber die Kuh liegt freiwillig dort ab. Und ich lasse es natürlich auch nicht so, oder? Ich nehme jetzt die Schnüre weg und verteile das Stroh, dann ist es nur nicht einmal mehr halb so hoch, wie es jetzt ist. Aber es ist noch meistens so, gehen die Kühe gerade dorthin liegen,
was am unbequemsten erscheint. Ja. Und die einen Kühe finden das hochinteressant, wenn man da mit dem Hoflader etwas Neues. Eigentlich habe ich sie eingesperrt, aber ja, die meisten Fanggitter sollte das einmal ein bisschen einstellen. Die meisten Fanggitter schnappen nicht mehr recht zu. Weil ich sperre sie eigentlich praktisch nie ein. Nur so bei solchen Aktionen. Oder beim Klauenpflegen manchmal. Oder wenn ich Euter Enthaarung entferne oder Schwänze kürzen, also Haare schneiden bei den Schwänzen oder so. Da muss ich immer ein bisschen konzentriert sein, weil es ist kein... Es geht einfach gerade. Nicht würdig Platz. Damit es oben nicht anstellt und unten die Kühe nicht. Richtig beide reinzustecken, weil den nehmen sie noch öfters raus. So. Ja, ich bin da am Heu abladen. Ne? Vom Außenlager, sage ich mal, bin ich Heu holen gegangen. Ne? Rundballen. Ein relativ strukturreicher Rundballer, ganz schön ausgedrückt. Und langsam geht mein lose Heu zu Ende. Ah, jetzt muss ich da die wahrscheinlich... Ja, so kann ich sie da hochnehmen. He. Aber jetzt brauche ich beide Hände, weil wegen dem Laden vom Wagen kann ich nicht gut sie packen. Darum muss ich sie zuerst auf eine andere heben und dann, ja, darum ohne Nadel, sonst kommt es nicht gut. Und dann werden die da nach hinten befördert, wo ich sie dann in den Futtermischwagen werfen kann.